Hallo, mein lieber Stier, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Stiere. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Stier, du stehst hier vor einer neuen Situation, vielleicht auch ein neuer Lebensabschnitt, etwas Fremdartiges. Das kann natürlich auch eine neue Person sein, die du kennengelernt hast. Und ja, das Unbekannte liegt hier vor dir. Ja, das ist hier gerade ein sehr, sehr großes Thema. Also es kann, wie gesagt, beides sein. Ich nehme an, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann weißt du genau, um wen oder was es sich hier handelt. Ja, und ich spüre hier schon auch ein bisschen eine Hemmung, ja, hier weiterzugehen. Ja, weil das ist auch ein, würde ich sagen, eher ein Erdzeichen-Thema. Das betrifft jetzt nicht nur die Stiere, sondern auch die Steinböcke und die Jungfrauen natürlich. Wenn man etwas noch nicht so recht einschätzen kann, dann ist das für uns, also wenn du meine Legungen bereits kennst, dann hast du es vermutlich schon einmal mitbekommen. Ich bin ja selber Steinbock mit Aszendent Steinbock und mein Mond ist in Jungfrau. Und wenn hier etwas Unbekanntes vor uns liegt, dann brauchen wir ein bisschen Zeit, um uns darauf einlassen zu können. Ja, also da sind wir meistens ein bisschen vorsichtiger, was das betrifft. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal weiter, was sich hier noch zeigt. Es geht bei dir hier auch um eine, ja, es geht hier bei dir auch darum, das Wesentliche zu erkennen. Und ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass sich in deinem Kopf gerade alles um eine bestimmte Aussage dreht. Ja, vielleicht grübelst du auch darüber. Das könnte hier durchaus auch der Fall sein, dass jemand hier etwas gesagt hat und du dir hierzu sehr, sehr viele Gedanken machst. Ja, wie das gemeint war oder auf was man hinaus möchte. Ja, also das können hier zwei parallele Themen sein, die sich hier abspielen. Das kann natürlich auch alles zusammengehören. Es geht um irgendeine bestimmte Aussage oder vielleicht auch ein Gespräch, das dich sehr stark beschäftigt und hier auch offenbar viele Fragen offen gelassen hat. Für dich ist es hier auch wichtig zu erkennen, also irgendwie das Warum zu erkennen. Von außen betrachtet, ja, wir schauen ja auch immer noch einmal von außen auf deine Situation, da können wir erkennen, dass du hier damit beschäftigt bist, etwas hinter dir zu lassen. Es kann natürlich bei manchen auch wirklich das Thema Trauer sein, ja, dass hier irgendetwas vorgefallen ist in letzter Zeit, ja, dass hier eine schwere Stimmung, ja, in dir erzeugt, aber es kann natürlich auch sein, dass es hier, wenn das hier ein neuer Lebensabschnitt ist, ja, wenn hier eine neue Aufgabe auf dich wartet, dass es hier einfach darum geht, sich vom letzten Lebensabschnitt einfach zu verabschieden und das hier Stück für Stück loszulassen, ja,
Hängt wie gesagt von deiner Situation ab. Wenn du jetzt sagst, das ist hier gerade nicht so mein Thema, ja, dann bitte schau sehr, sehr gerne in den Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond auch hinein. Ja, diese Legungen passen erfahrungsgemäß auch sehr, sehr gut. Und manchmal schwingt man eben mehr mit dem Aszendenten oder mehr mit dem Mond. Du kannst natürlich auch jede andere Legung ansehen. Das sehe ich nicht so streng. Üblicherweise findet man aber dann dort das, was man gesucht hat. Ja, gerade wenn man das Gefühl hat, man braucht jetzt auch irgendeine Botschaft vom Universum, nur dass du hierüber auch informiert bist. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Ja, also was stellt sich in der aktuellen Situation quer? Diese Blockaden sind auch bereit, aufgelöst zu werden. Wir schauen uns im Anschluss natürlich wie immer die Lösungsimpulse an, aber es kann durchaus auch sein, dass hier das ein oder andere Thema dabei ist, dass die einfach nur bewusst werden soll, um dann schon aufgelöst werden zu können. Also manchmal kann es auch sehr einfach gehen. Und abschließend blicken wir noch in die Tendenz. Hier haben wir zentral die 111 liegen. Ja, die 111 ist eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist. Stehen für schicksalhafte Zyklen, egal an welcher Position sie sich befinden, immer ein Zeichen für den richtigen Weg. Also wenn es hier gerade ein bisschen herausfordernd ist, mein lieber Stier, dann bist du bist dieser Herausforderung auf jeden Fall gewachsen. Sie ist Teil dieses Weges, ja. Die 111 steht für einen Neubeginn, ja. Das passt jetzt hier auch sehr gut zusammen. Das passt hier sehr gut zu diesem Fremdartigen, das vor dir liegt, wo ich einfach spüre, das kannst du noch nicht so recht annehmen, ja, oder du kannst dich noch nicht so ganz darauf einlassen. Vielleicht ist das auch für manche sehr plötzlich geschehen, ja, das braucht dann natürlich auch ein bisschen Zeit. Deshalb liegt hier die 111 auch in den Blockaden. Wenn eine Engelszahl in den Blockaden aufscheint, ist das aber auch sehr oft ein Zeichen, dass sich genau diese Blockade wie von selbst auflösen lässt, ja, so dass es hier auch ein bisschen leichter geht. Vielleicht ist hier auch das Thema, mein lieber Stier, dass es für dich wichtig ist, dass du dir konkrete Ziele setzt, ja. Und also auch in Hinblick auf diese neue fremdartige Situation. Denn das verschafft natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit und man kann sich einen besseren Überblick verschaffen. Denn ich vermute, dass hier jetzt gerade die 000 Energie aktiv ist. Die steht eben auch für einen Neubeginn. Aber da ist noch nicht wirklich etwas definiert. Also so deute ich das hier, wie gesagt, in meinen Legungen, dass jeder deutet diese Zahlen ein bisschen anders, ja, und solltest du Einserkombinationen jetzt in letzter Zeit mehr wahrnehmen oder vielleicht auch andere Zahlenkombinationen, ja, denn das ist, wenn sich Synchronizitäten in einer Legung zeigen, ist das auch oft ein Zeichen dafür, dass sich das bei dir im Alltag zeigt, dann beobachte, welche Synchronizitäten sich öfter zeigen und wenn du merkst, irgendetwas oder irgendeine Uhrzeit, du schaust immer wieder zur selben Zeit auf die Uhr, ohne es zu beabsichtigen, 11.11 Uhr ist da ja der absolute Klassiker in diesem Bereich, aber es gibt natürlich auch andere Uhrzeiten, die sich immer wieder zeigen. Dann schau gerne mal nach, wie das gedeutet wird. Also das macht jeder ein bisschen anders und es kann sehr gut sein, dass du dann bestimmte Impulse bekommst, die dir dabei helfen, dich auf diesen Neubeginn einzulassen oder dir in deiner individuellen Situation weiterhelfen, was du hier tun kannst. Schauen wir mal weiter. Ja, du ärgerst dich hier offenbar über irgendetwas. Ich sehe hier ein negatives Grübeln auf deiner Ebene. Ja, das dürfte hier vielleicht auch diese Angelegenheit hier betreffen, wo es darum geht, hier irgendwo die Grundaussage herauszufiltern. Ja, irgendwie so fühlt sich das für mich an. Ich kann es schwer greifen, ohne deine individuelle Situation zu kennen, aber ich nehme an, du verstehst, was ich meine und ich kann hier sehen,
dass deine Gedanken hier in eine zu negative Richtung gehen, ja, also das und sich das hier auch immer mehr und mehr ausbreitet und das wirft natürlich auch einen Schatten auf die 111-Energie, das überschattet ja sehr schnell alles und deshalb ist es wichtig für dich, mein lieber Stier, hier wieder ins Hier und Jetzt zurückzufinden, ja, die Gedanken gehen zu weit, ja, das geht schon zu weit in die Zukunft. Die sind schon zu weit vorausgesponnen und eben auch sehr, 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 sehr schwere Gedanken. Deshalb, vielleicht geht es ja auch darum, das Gesagte einfach mal so stehen zu lassen, wie es ist und sich hier nicht zu viel den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich weiß, das sagt sich leichter, als es getan ist. Ja, also das ist auch wichtig, das sich hier auch bewusst zu machen. Es geht hier vielleicht auch mal prinzipiell darum, diese Entscheidung zu treffen, dass man sich hier wieder mit anderen Themen beschäftigt. Es kann durchaus sein, dass dieses Gespräch hier erst kürzlich stattgefunden hat. Aber wichtig für dich auch eben hier dieses Ziele setzen, das passt hier eben auch sehr gut hinein in die 111-Energie, dass man sich hier, dass man hier definiert oder klarer definiert, wo soll die Reise hingehen. Und diese Energie kannst du dann eben hier auch sehr, sehr gut nützen. Schauen wir jetzt noch ins Umfeld. Wir schauen uns ja auch immer eine Blockade an, die direkt mit dem Umfeld zu tun hat. Und hier kann ich erkennen, dass es hier um eine verfahrene Situation geht. Ja, also man kommt hier irgendwie, irgendwie sind die Fronten verhärtet. Man dringt nicht zueinander durch. Vielleicht hat ja auch jemand den Kontakt abgebrochen oder du hast den Kontakt abgebrochen. Es ist eine undurchsichtige Situation, die das Umfeld betrifft, beziehungsweise eine bestimmte Person. Vielleicht hängt das hier auch zusammen mit der Außenschau, wenn wir uns das ansehen, ja. Dass das hier das Thema ist, dass hier vielleicht eine Verbindung geendet hat, ja, also vielleicht eben eine Partnerschaft oder eine Freundschaft, vielleicht geht es ja auch um Konflikte innerhalb der Familie, kann natürlich auch etwas Berufliches sein und hier ist auch eine Ungewissheit, die sich zeigt und die auch dazu führt, dass du hier so viel grübelst, weil du nicht so recht weißt, woran du bist, habe ich einfach ganz stark das Gefühl und man findet irgendwie nicht zusammen, ja, also das kann man hier wahrnehmen. Schauen wir jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Sollte sich hier eine Entscheidung zeigen, du weißt, Kartenlegungen können dir Entscheidungen prinzipiell nicht abnehmen, die triffst du final immer selbst, mein lieber Stier. Und manchmal kann es eben auch sein, gerade in allgemeinen Kartenlegungen, dass man merkt, für mich stimmt aber das genaue Gegenteil, ja. Es ist immer ratsam, im Nachhinein noch ein bisschen zu reflektieren und die Legung auf sich wirken zu lassen, denn manchmal ergeben auch bestimmte Abschnitte einer Legung plötzlich mehr Sinn oder ergeben plötzlich den Sinn, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, weil oft sich noch ein paar Rädchen bewegen müssen und dann macht irgendetwas Kryptisches plötzlich Sinn, ja, weil dann plötzlich das alles aufeinander passt. Ja, das wollte ich nur auch hinzufügen, aber jetzt zurück zur Legung. Was die 111-Energie betrifft, und das ist auch sehr wichtig, mein lieber Stier, denn das ist hier etwas Schönes, ja, das ist hier eine schöne Energie. Sagt das Universum, es ist jetzt für dich wirklich wichtig, dass du ganz bewusst auf die guten Seiten des Lebens blickst, ja, auch dafür dich auch darum kümmerst, hier mehr zu unternehmen, was dir Freude bereitet, dich auch, ja, was auch das Manifestieren betrifft, ja, dir auch vorzustellen, wie fühlt sich mein Alltag an, wenn es rund läuft oder wie fühlt sich diese jetzt noch fremdartige Situation an, wenn sie sich positiv entwickelt. Es geht hier eben auch darum, sich auf greifbare Dinge zu konzentrieren, also Begebenheiten, die hier
die im Hier und Jetzt für dich erreichbar sind. Ja, was bereitet dir Freude? Was bringt dich in eine Leichtigkeit? Ja, welche Aktivitäten oder welche Personen sind denn das? Und sich hier mehr auf das zu fokussieren. Das soll eben dazu führen, dass du hier diesen Neuanfang auch annehmen kannst, ja, diesen Zyklus hier ins Rollen bringst, ja, diesen Weg beschreitest, ja. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal weiter. Wir schauen jetzt mal hier ins Umfeld und hier habe ich gute Neuigkeiten für dich, denn hier wird eine negative Fremdenergie umgekehrt und geht dahin zurück, wo sie hergekommen ist. Hier geht es um eine Art Gerechtigkeit. Also kann sein, dass hier jemand wirklich aktiv bei dir eingegriffen hat. Das kann durchaus sein, vielleicht auch jemand, der dir etwas Schlechtes gewünscht hat. Also kann sein, dass dich hier jemand verflucht hat und jetzt kommt das Ganze wieder zurück. Ja, ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier jemand gesessen ist und dich hier tatsächlich verflucht hat. Es geht hier schon auch um negative Gedanken, vielleicht auch Gerüchte, die gestreut wurden. Ich nehme an, du weißt, worum es hier geht. Diese Energie geht jetzt wieder zurück und das Universum sagt, es ist auch wichtig, dass du dich dem öffnest, dieser Möglichkeit öffnest. Denn ich habe auch das Gefühl, dass du glaubst, dass hier keine Gerechtigkeit stattfinden kann. Die ist in jedem Fall schon im Rollen, ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du hier auf deine Gedanken Acht gibst, weil du hier einfach in eine negative Richtung oder vornehmlich in eine negative Richtung abdriftest mit den Gedanken, was diese Personen oder Personen betrifft. Weil du hier auch auf etwas keinen Zugriff mehr hast, beziehungsweise diese Person oder Personen keinen Zugriff mehr auf dich haben. Ja, also hier ist irgendwo, hier hat für mich schon irgendwo eine Art Kontaktabbruch stattgefunden. Und natürlich kann es sein, dass man sich nach wie vor noch begegnet oder sieht, aber irgendwie ist hier eine unsichtbare Wand. Und wichtig für dich ist zu erfahren, Gerechtigkeit ist hier im Entstehen, beziehungsweise das, was geschehen ist oder das, was du durch diese Person erfahren hast, das kommt jetzt wieder zurück. Ja, also das ist hier entscheidend. Was auch bedeutet, was das Umfeld betrifft oder bestimmte Verbindungen, wo sich vielleicht Schwierigkeiten gezeigt haben, die man sich nicht so ganz erklären konnte, vielleicht auch in anderen Bereichen. Die sollen sich jetzt mit der Zeit auflösen und hier soll auch wieder mehr Leichtigkeit stattfinden. Deshalb hier auch ganz zentral das Thema in den Lösungsimpulsen, dass du dich hier wirklich um das oder dass du den Dingen, die dir Freude bereiten, mehr Raum geben sollst. Soll natürlich jetzt auch nicht alles einnehmen. Natürlich haben wir auch Erledigungen, die vielleicht jetzt nicht so viel Spaß machen, aber einfach notwendig sind. Es geht hier mehr um die Feinregulierung und wie man die Prioritäten eben anordnet. Dann haben wir hier auf deiner Ebene noch den Hinweis, ja. Es ist wichtig, dass du dich entweder deiner Bestimmung, Lebenssinn, Berufung kann ich hier auch herausfühlen. Etwas, was für dich persönlich sehr wichtig ist, ja, was für dich in deinem Leben wichtig ist, was dich ausmacht, mehr Raum gibst. Das kann ja natürlich auch mit diesem Thema der Freude, der Leichtigkeit zusammenhängen. Es kann aber eben auch einen ganz konkreten Plan betreffen, ja, dass du irgendetwas umsetzen möchtest. Ja, das ist für mich hier schon auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und das Universum sagt, es ist wichtig, dass du deine Energie mehr auf das konzentrierst, denn das liegt auch in deiner Zukunft. Das soll hier auch wachsen und gedeihen. Das ist hier wirklich wichtig. Und wenn du dem hier mehr Raum gibst, dann löst sich hier diese Blockade mit diesen doch negativen Gedanken. Und es kann durchaus sein, dass dieses Gespräch oder diese Aussage dann plötzlich einen Sinn ergibt. Denn auf irgendeine Art und Weise, ja, kann ich hier eben auch herauslesen, dass dieses Gespräch oder diese Aussage
auch dazu führt, dass du hier für dich eine wichtige Entscheidung triffst oder dass du hier für dich irgendetwas Wichtiges erkennst. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Ja, das wird bei jedem zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt sein und bei jedem aber auch genau zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Also dass dieses Gespräch, was auch immer da war, also das kann auch ein sehr seltsames Gespräch gewesen sein, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, das hat hier so oder so trotz allem eine positive Auswirkung oder löst etwas Positives in dir aus oder kann etwas Positives in dir auslösen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das hier auch zulässt und dass du hier, also irgendeinen Plan hast du hier, irgendetwas möchtest du hier umsetzen und dass du dich jetzt auch hierum kümmerst. Denn es geht hier, wie gesagt, um die 111-Energie und die kann dir schon ordentlich einen Schub geben, ja, einen positiven Schub. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, mein lieber Stier, was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und ich sehe hier einfach, also das ist hier durch die Bank, dass sich hier ja etwas voneinander löst, ja, dass sich hier eine Schwere ablöst oder es kann hier natürlich auch um Entscheidungen gehen. Also das sehe ich hier ganz überbegrifflich. Dass du hier offenbar eine Entscheidung fällst und das hängt jetzt eben auch von dir ab, welchen Weg du wählst. Also das kann ich hier erkennen, ja, und es gibt eben das Verlassen der Komfortzone, also sich auf das Neue einlassen und es gibt hier eben auch die Option, sich auf etwas Vertrauteres einzulassen. Ja, da ist es natürlich immer wichtig, darüber zu reflektieren, mein lieber Stier, was hier für dich gerade stimmig ist. Ja, es muss nicht immer richtig sein, die Komfortzone zu verlassen. Ja, das möchte ich nur auch einmal gesagt haben. Es muss nicht immer das Fremdartige sein. Ja, also das ist wichtig, dass du dich hier damit befasst. Also ich sehe hier einfach ganz klar eine Entscheidung, die ansteht und die auch getroffen werden soll, weil du sonst hier auf der Stelle trittst, ja, weil du kannst nicht beide Wege beschreiten. Also so kann ich das hier ganz gut umschreiben. Es wird hier eine Entscheidung anstehen, ja, und es gibt hier, wie gesagt, eben auch die Option, das kann ich auch ein bisschen herauslesen, die auch eben mit deiner Bestimmung, eben vielleicht auch Berufung oder mit diesem Plan zu tun hat. Schauen wir mal weiter. Ich gehe jetzt hier ins Umfeld. Ja, da geht es darum, dass hier eine längere Wartephase ein Ende nehmen soll. Oder dass es kann natürlich auch um eine Übergangsphase. Hier wendet sich das Blatt. Und ich sehe, dass eine Verbindung oder vielleicht auch mehrere Verbindungen hier an Einfluss gewinnen, die rundlaufen. Das kann auch eine bestehende Partnerschaft betreffen. Das kann auch eine Freundschaft betreffen. Das kann hier aber auch eine neue Verbindung sein, die sich plötzlich zeigt. Dafür ist es wichtig, Veränderungen im Umfeld auch bewusst zuzulassen. Und ich denke auch, dass hier vor allem Platz entsteht, weil sich diese negative Fremdenergie hier wieder hinausbewegt, ja, wegbewegt. Irgendetwas hat es ja auch ausgelöst, dass das hier wieder zurückgeht, wo es hergekommen ist, ja. Und ich kann hier auch erkennen, dass hier eine Veränderung im Umfeld stattfindet und ein Warten endet. Also vielleicht wartest du hier auch schon sehr, sehr lange auf irgendetwas Bestimmtes oder auf eine bestimmte Veränderung. Und kann hier auch durchaus sein, dass du hier demnächst neue Kontakte knüpfen kannst. Also solltest du neue Kontakte knüpfen wollen. Ja, es hängt natürlich auch jetzt immer davon ab, auf was du hier blickst. Jedenfalls kann ich das hier erkennen. Und dann haben wir hier noch etwas. Es geht hier darum,
dass du hier noch eine kleine Prüfung bekommen wirst oder eine kleine Prüfung erhalten wirst. Ja, weil dieser Neubeginn, ja, also ich glaube schon, dass es darum geht, diesen neuen Weg zu wählen. Ich sehe hier, dass sich hier ein Angebot zeigt oder noch einmal diese negative Energie, die hier ja jetzt rausgeht, sehr, sehr spannend. Und wichtig ist, dass du dich, also zum einen sehe ich, dass du das nicht annehmen wirst und was dir hierbei helfen wird, denn das kann schon sein, dass hier jemand versucht, noch einmal irgendetwas ja in die Wege zu leiten. Das Universum sagt ja, es ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, was hier in der Vergangenheit geschehen ist. Also jemand, den du kennst, der soll hier auf dich zukommen mit irgendetwas, mit einem Angebot oder einem Anliegen, das sich nicht so wirklich gut anfühlt. Und die Erinnerung an das, was war, wird dir zusätzlich dabei helfen, das eher abzulehnen. Kann natürlich auch etwas anderes sein. Ich möchte niemals ausschließen, dass es hier vielleicht auch um etwas geht, wo man noch einmal nachverhandeln muss. Ja, also wenn das hier irgendetwas Bestimmtes ist, das heißt nicht, dass man das komplett über Bord werfen soll. Es fühlt sich hier schon so an, dass hier jemand noch mal auf dich zukommt, also dass du hier quasi eine Prüfung vom Universum hast, die du auch bestehen sollst. Und im Zweifelsfall erinnere dich an das oder ja, ruf deine Erfahrungswerte ab, mein lieber Stier. Dann wirst du hier sehr schnell erkennen, was hier los ist. Und ich sehe hier auch generell eine Erleichterung in der Tendenz liegen. Aber wichtig ist, hier irgendeine Entscheidung zu fällen, ja. Und solange diese Entscheidung nicht gefällt ist, bleibt eben die Situation hier irgendwo so, wie sie ist. Ja, das ist auch wichtig. Das heißt aber auch nicht, dass du hier eine Entscheidung Hals über Kopf fällen sollst, sondern dich einfach auch mit dem Thema befassen sollst. Und was dir hierbei helfen wird, ist eben auch den Fokus hier auf die Dinge zu legen, die dir Freude bereiten. Denn das kann dir dann auch dabei helfen, dass du erkennst, was für dich hier die beste Option ist. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.